falls mich jemals einer fragt, was ich hier mache. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Meine Freunde, das ist H2N4 aus dem Jahr 2016. H2N4 1.0.0. Und das ist so alt. Schau ich mal bitte an, wie der DLC-Bereich ausschaut. Schau ich mal an, wie der Mods-Bereich ausschaut. Und wie die News ausschauen. Und die Länderflagge. Wir spielen H2N4 in der allerersten Version, wie sie jemals rausgekommen ist. Was soll schon schief gehen? Okay, das sieht jetzt erstmal nicht so ungewöhnlich aus. Das sieht noch alles sehr alt aus. Der Führer hat auch noch sein... Ah, es gibt keine Unternation. Oh, es gibt keine Spieloption. Fuck. Ey, scheiße. Ach doch, da unten war Option. Egal, der war scheiße. Oh Gott. Wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr sagt, ja, Krabbe, wir würden gerne mehr davon sehen, dann tut mir einen Gefallen. Ballert den Daumen nach oben. Das ist übrigens, ach Gott, weil ich das schon sehe, nationaler Zusammenhalt. Es gibt keine Stabilität, es gibt keinen War Support. Politische Macht, Soldatenanzahl, Fabriken. Das ist übrigens die Experience. Forschung, gut, Forschung ist, wie wir es kennen. Oh, hier gibt es auch noch die Landdoktrin. Oh, das ist auch schon ewig, ein Jahr fast schon, ne? Industrie sieht auch noch anders aus. Oh Gott, ist das alt. Mache ich hier eigentlich? Was tue ich mir hier eigentlich an? Übrigens, Fun Fact, relativ lustig. Und zwar... Oh, es gibt noch gar kein... Moment. Oh, es gibt noch gar keinen Button, dass die Visionen nicht trainiert, noch nicht zugewiesen sind. Ist ja ekelhaft. Können wir einfach rausscrollen? Nee, geht nicht. So. Aber eine Sache, die relativ lustig ist eigentlich. Wir können hier trainieren lassen. Können wir auch schon Shift Training machen? Also die Shift-Training gibt es nicht. Entweder man bildet die aus oder man bildet sie nicht aus. Der pure Hass. Warum komme ich überhaupt auf Version 1? Oh, leck, ist das hässlich. Oh, ist das hässlich. Oh, ist das hässlich. Meine Augen tun weh. Boah, das ist so alt. Ich habe das gespielt, ne? Ich habe diese Version gespielt. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Version auch schon gespielt habt. Gott, ist das alt. Oh. Übrigens... Ein paar Brain Damages für euch alle. Erstens, es gibt hier nicht die Möglichkeit, 5 Fabriken pro Slot auszuwählen. Das Max, es geht wirklich nur eins. Wenn ihr mehr bauen wollt, müsst ihr zusätzliche Waffen bauen, zum Beispiel. Zweitens, ihr könnt nicht Drag and Drop machen. Ihr müsst das quasi echt mit der Maus nach oben oder natürlich Shift links klicken. Ja, das mal dazu. Das ist auch alles purer Hass hier. Oh, ist das hässlich. Das, oh. Boah. Es schaudert mich ein bisschen an. Aber wir sehen jetzt zum Beispiel die Gesetze. Wir sehen auch Einfluss. Okay. Aber ich sage, wir brauchen Öl. Auch wenn das nicht wirklich ersichtlich ist, ehrlich gesagt, was wir brauchen. Aber gut, da haben wir erstmal alles gemacht. Trainieren wir noch ein paar Truppen. Okay, immerhin das Fenster ist unverändert bis heute, mehr oder weniger. Dann bauen wir ein bisschen was. Wird schon schief gehen. So, Fokusbäume. Yay, soll ich mir... Das ist Release Deutschland. Das ist der pure Hass. Das ist der pure Hass. Aber was schön ist, es gibt keine Feldmarschälle, es gibt nur Generäle. Und diese Generäle können unbegrenzt viele Einheiten halten, was ich relativ lustig finde eigentlich. Ansonsten, gut, hier gibt es alles schon mehr oder weniger, wie es früher auch schon war. Direkt Kriegswirtschaft natürlich. Dann Baugeschwindigkeit. Was mir übrigens aufgefallen ist, dieses Flugzeuginterface ist richtig hässlich. Erstens, wenn wir zum Beispiel auf Flugzeuge klicken... Wir sehen zum Beispiel gar nicht direkt, wo unsere Flugzeuge sind. Wir sehen nur die Flughäfen, die belegt sind. Okay, das ist mal das Erste. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich wähle die jetzt aus. Zum Beispiel sagen, weil wir jetzt dann die Polen angreifen. Verlinken wir euch mal ganz kurz. So, dann wähle ich die jetzt aus und schicke die dorthin. Und... Hab jetzt keine Ahnung, was die machen. Die sind doch jetzt hier, ne? Genau, in Pommern, ja. Was machen die jetzt? Ne, nicht Ostdeutschland, nein. Nein, ach so. Ach, wir müssen die dahin schicken, ah. Okay, einfach mal alles auswählen, wird schon klappen. Das ist ein sehr merkwürdiges System. Also wenn ich jetzt sage, sehr merkwürdig. Ja,
Vor allem, wenn ich jetzt Brandenburg auswähle. Aber kann ich die aus Brandenburg zum Beispiel jetzt nicht dorthin schicken? Doch, das geht. Eigentlich, das ist umständlich. Wer hat sich das ausgedacht, dass das ein gutes System wäre? Können wir bitte darüber reden, wie gut das System jetzt ist im Gegenzug eigentlich? Also muss man schon sagen, ist der Unterschied ist schon wie Tag und Nacht, ne? So. Sehr gut. Die Flugzeuge sind jetzt in Westpolen. Die sind auch in Westpolen. Die sind auch in Westpolen alle. Jetzt habe ich 10 Fenster offen. Was haben wir hier noch? Auch noch 280 Flugzeuge. Doch, das geht schon. Wir können die schon mit einem Linksklick dahin schicken. Wir müssen die natürlich erstmal zu einem anderen Flughafen in Reichweite bringen. So, auf dorthin. Genau. So, in Bereitschaft. Man kann nicht mehr mit Doppelklick mehrere dieses Typs auswählen. Das ist schon der pure Hass hier, ey. Okay, die sind jetzt dann auch im Westpol. Okay, gut. Zwei Sachen fallen mir auf. Erstens, das Spiel läuft sehr schnell. Aber zweitens, es gibt übelst die harten Mikroruckler. Und fragt mich nicht, warum es Mikroruckler gibt. Hearts of Iron 4 läuft bei mir jetzt aktuell hervorragend auf meiner Bumsmaschine hier. Mit der aktuellsten Version allen DLCs läuft super. Aber jetzt die Version hier, die hat irgendwie krasse Mikroruckler drin, ne? Mikroruckler. Zu blöd zum Reden, oder was? Denk mir gerade so, hey, ich habe doch 580.000 Mann Armee, ne? Und da steht mindestens 550.000 Mann Mannstärke. Fällt mir auf, die Pisser haben noch nicht mal dazu geschrieben, was im Training ist und was bereits fertig ist. Die nehmen das hier, das... Will ich das jetzt, warte mal, ich füge jetzt einfach mal hinzu. Habe ich angeblich mehr, weil die einfach die Truppen im Training mit dazu rechnen. Das ist ein Skandal! Das ist ein unfassbarer Skandal! Davon abgesehen, was mich auch voll abfuckt, es gibt einfach keine extra Werte. Es gibt nur das generelle Level. Ne? Es gibt ansonsten natürlich noch die Doktrin, also die Eigenschaften von so einem Typen, die er bekommen kann. Wir können ihn dann noch befördern. Wie funktioniert denn das mit dem Befördern? Aha. Warte mal ganz kurz. Ach, das sind Feldmarschälle. Ah, Feldmarschälle können unbegrenzt viele Eigenschaften. Ah, stimmt, so war das. Ein Feldmarschall kann unbegrenzt viele Einheiten kommandieren. Normale Generäle haben Limit. Auch super smart eigentlich, wenn ihr mich fragt, dieses System. Nicht. Weil machen sie jetzt auch so. Aber jetzt haben wir Feldmarschälle, führen jetzt quasi keine eigenen Truppen mehr an, sondern nur noch Generäle sozusagen. Eine Sache, die ich an der Version auch richtig geil finde, ist Parteipopularität steigern und Staatsstreiche inszenieren. Wir können zum Beispiel jetzt irgendwo dann einen Bürgerkrieg machen, müssen natürlich dafür auch die Parteipopularität steigern, ist aber richtig geil. Ist rausgenommen worden mit La Resistance, aber auch nur, wenn ihr den La Resistance DLC besitzt. Wenn ihr den La Resistance DLC nicht besitzt, dann habt ihr quasi dieses Feature trotzdem noch drin. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ihr müsst quasi die Popularität der Faschisten steigern. Umso höher die ist, desto stärker wird der Bürgerkrieg. Hätte ich mal vorher schon machen sollen. Habe ich total vergessen. Zum Glück habe ich hier genug politische Macht. Können wir gleich mal den ganzen großen Ländern der Welt. Ich habe das immer in den USA auch vor allem gemacht. Immer relativ lustig gewesen. Und das kostet uns natürlich dann immer noch ein bisschen politische Macht. Aber wir haben eh relativ viel, weil Deutschland hier relativ viel politische Macht hat und Japan jetzt im Krieg mit China ist. Und Anschluss. Woohoo! Make Germany great again. Und Sudetenland kann es mir auch gleich geben. Inklusive all dieser schönen, juicy Truppen. Einzige, was mich schon wieder langweilt, ist, dass die Truppen nicht automatisch der Front zugewiesen. Ich sag nichts mehr. Gerade eben ging es nicht, jetzt geht's auf einmal. Ich finde es schön, dass Hearts of Iron es immer noch schafft, auch nach all den Jahren, mich zu trollisieren. Schau, jetzt geht's doch nicht. Jetzt geht's wieder nicht, schau. Jetzt geht's wieder nicht. Einmal geht's nicht. Die machen auch, was sie wollen. Ich muss übrigens sagen, dass ich das neue System eigentlich mit den Einheiten auch deutlich übersichtlicher finde. Ich muss sagen, das System jetzt, wie wir es hier sehen, ist schon ein bisschen unübersichtlich. Mit den Einheiten und Dings und Bums. Der gute alte spanische Bürgerkrieg. Wir lieben ihn alle so sehr. Da schicken wir uns gleich mal unsere Einheiten hinterher. Und zwar, um zu besiegen den bösen Feind mit unserem General. Erstmal da oben hinschicken. Das Schöne ist übrigens, dass wir jetzt hier gar keine Feinde haben. Warte mal, hä? Okay, die haben irgendwie gar keine Einheiten. Ah doch, da sind ein paar Einheiten. Aber in der Regel haben die nicht viel entgegenzusetzen gegen unsere deutschen Elite-Einheiten. Nee. Snacks. Frühstück, Alter. Frühstückseier sind das. Den Flughafen mit einnehmen. Da brauche ich gar keine Expeditionstruppen hinschicken. Keine Flugzeuge mit hinschicken.
Dank Österreich haben wir jetzt auch unsere Fabrik etwas erhöhen können. Haben wir jetzt auch das hier schon mal geschafft. Sehr schön. Dann bewegen wir uns mal Richtung Madrid. Deutsche Militärmission in China. Du haust ab. Weil uns das eigentlich nicht wirklich interessiert. Die Münchner Konferenz hat uns das Sudetenland gegeben. Und ich bin noch lange nicht fertig. Der erste Wiener Schiedsspruch soll es sein. Ich hätte gerne noch mehr von den Tschechoslowaken. Wenn wir uns jetzt hier schon mal Richtung Spanien bewegen, Richtung Madrid. Übrigens auch relativ schön, dass es hier in der Version noch A keinen Malus gibt. Wenn du jetzt hier in der aktuellen Version spielst, 1.11, haben wir einen Angriffsmalus von 90%. Außer die Bürgerkriegsnation hat hier diese Staatenoffensive für politische Macht und so freigeschaltet. Ist aber immer ein bisschen ätzend, das zu machen. Ja, ansonsten 58 von 200. 29. September 1938 in einem halben Jahr. Aber Parteipopularität schon bei 13%. Das wird auf alle Fälle ein größerer Bürgerkrieg. So, versuchen wir die einzukesseln. Seht ihr nicht? Ihr seht es doch, diese ganzen kleinen Mikrokel die ganze Zeit, ne? Sehr nervig irgendwie. Man denkt, ich habe einen alten Krebs-PC. Ist aber eigentlich gar nicht. Supporten? Weiß ich nicht, ob die supporten. Kann sein. Ja doch, supporten gibt's schon. Auf nach Madrid. Sehr gut, das hat geklappt. Der spanische Bürgerkrieg ist vorüber. Perfekt. Interessanterweise laufen die jetzt noch so blau rum, als ob die jetzt meine Verbündeten wären. Ah, jetzt hat... Okay, gut. Hat kurz gedauert, bis die Truppen zurückgezogen wurden. So, du gehst mit da oben hin, aber nicht nur. Den Rest schick mal Richtung Belgien. Also, der Rest hat keinen Bock, oder was? Gut, haben wir das auch gemacht. Läuft ganz gut aktuell, würde ich mal behaupten. Läuft sehr gut. Nein, gefällt mir sehr, muss ich sagen. Dann schicken wir euch doch mal da gleich hin, um Polen dann noch von Süden zu penetrieren. Richtig viel Bock heute wieder. Polen von allen Seiten auseinandernehmen. Richtig geil. Auch schön, sobald du die Rekrutierung änderst, hast du mit einem Schlag mehr Manpower. Scheißegal, wie die Laune im Land ist. Das ist auch relativ cool, bis heute. Was sind das eigentlich für Jungs? Ach, das sind unsere Volunteers, ne? Unsere Volunteer-Jungs sind auch wieder back in business. Welcome back. Willkommen im Reich. Und Slowenien geht auch an uns. Naja, fast ein bisschen langweilig. Die geben mir einfach alles. Ausgebiete fordern, ich will Krieg. Kein Bock mehr, noch länger zu warten. Voll öde. Ah, Vichy Frankreich hat Frankreich den Krieg erklärt. Endlich geht mal Action hier. Das Ding ist nur... Jetzt ist natürlich hier die Popularität der Faschisten nicht mal ganz so hoch. Frage ist, wie stark sind die denn, die Jungs? Ah, deutlich schwächer. War noch nicht, der Bürgerkrieg war noch nicht stark genug. Aber das Ding ist, diese Bürgerkriege nutzt du eigentlich generell auch nur, um ein Land während eines Krieges zu schwächen. Nicht vor einem Krieg. Also das war eigentlich dumm, was ich getrieben habe. Aber ihr seht, was da möglich ist. Wenn ihr zum Beispiel einen Krieg mit Frankreich wären, das wäre der Genickbruch für die Franzosen. Was wir jetzt natürlich machen könnten, wäre Freiwillige entsenden. Rein theoretisch, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Sag ich euch, wie es ist. Okay, Polen hat sich geweigert, Danzig abzutreten. Oh, was ist denn jetzt los? Okay, jetzt haben die uns den Krieg erklärt, einfach so. Na gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu verteidigen. Und Polen anzugreifen. Luftüberlegenheit. Ja, auf Papier ist sie da. Okay, das sieht jetzt erstmal sehr eindrucksvoll aus. Die wollen alle gerne helfen, das ist sehr nett. Nehmen wir natürlich jede Unterstützung gerne an. Ich denke mal, Polen dürfte ein schneller Snack werden. Wer ist jetzt noch alles mit im Krieg? Nur Großbritannien, ha? Was mit Frankreich? Kein Bock. Schon Bock drauf, eigentlich Frankreich jetzt platt zu machen. Vor allem würden die auch überhaupt nicht damit rechnen, wenn wir direkt über die Maginot-Linie angreifen. Wer rechnet denn schon damit? Stimmt, was wir noch einstellen müssen, wäre... Warte mal, es gibt doch nicht mal... Oh... Es gibt ja noch nicht mal Angriffslinien. Also ich kann noch nicht mal befehlen, wie hart die angreifen sollen. Ich kann einfach nur eine Angriffslinie führen, das war's dann. Ich kann nicht bestimmen, wie aggressiv die angreifen sollen. Gut, Polen ist trotz allem gefallen und Frankreich ist den Alliierten beigetreten. Hervorragend. Das heißt, wir können uns jetzt dann doch noch um die Franzosen kümmern. Für die Franzosen relativ dumm. So, die laden wir jetzt ins Bündnis direkt ein. So, dann schicken wir euch doch auch mal mit nach... Okay, die haben ihre Truppen einfach abgezogen.
KI damals at its best. Dann kann ich direkt mal einmarschieren hier. Ja, toll. Tschüss, Frankreich. Weil man sagen muss, dass Vichy-Frankreich nicht ganz so gut ausschaut. Aber dafür sind wir jetzt da. Ungarn unterstützt uns auch. Gott, dieses simple, einfache Hearts of Iron 4 Erlebnis. Das ist so simpel und einfach. Das ist so, also, naja, simpel und einfach in Anführungsstrichen. Das ist eigentlich so. Ich sag, wenn du 3000 Stunden gefühlt in der aktuellen Version hast, mit all den DLCs, wie das Spiel einfach viel komplexer und umfangreicher wurde, mit viel mehr Möglichkeiten und Abwechslung. Oder siehst du, wie das jetzt ist? Aber übrigens schon Waffen 2. Es gibt noch nicht mal eine Benachrichtigung, wenn wir auch noch veraltetes Equipment produzieren. So, das ist rot. Eigentlich schade, dass es da rot ist. Diese eine Division. Zweiter wieder Schiedsspruch. Ungarn. Und wir können neue Mitglieder einladen. Ach, Ungarn natürlich. Wir haben uns für Ungarn eingesetzt. Daraufhin möchten die jetzt natürlich gleich mit uns Händchen halten. Aber trotz allem, diese befestigten Dinger, da kriege ich meinen Arsch nicht rein, ne? Dann schicken wir euch jetzt mal alle, keine Ahnung, dorthin? Irgendwie zu diesem Nuller-Flughafen? Okay. Geht dann mal dorthin. Bringt jetzt erstmal nichts auf dem Papier. Ah, das ist so kompliziert, echt. Auch dort mit hin. Zu dem Flughafen. Oder auch nicht. Dort mit hin. So, sieht sehr schön aus übrigens. In der Zwischenzeit die Fronten. Fakt ist, wir kommen hier nicht rein. Die Gebiete weigern sich penetrant zu sterben. Ich höre die ganze Zeit Naval Invasions. Ah ja, Tatsache. Denk mir so gerade, hey, ich höre die Naval Invasions, aber ich bin gewöhnt, dass da an der Seite steht, dass eine Naval Invasion kommt. Naja, kommt aber nicht hier in der Version. Da kriege ich jetzt gerade die Quittung für. Haben wir jetzt gerade, Frankreich hat kapituliert. Die Baguettes as always. Das ist übrigens das Kriegsfenster in Version 1.0. Wir sehen nicht, wenn Leute kapituliert haben, also die sind nicht raus. Wir sehen unsere Verluste, die sind relativ hoch eigentlich, für meinen Geschmack. Wir haben die höchsten Verluste aktuell. Darüber rede ich jetzt nicht. Wir kommen ja an sich, oh Gott, aber ich glaube, das ändert sich jetzt gleich, weil ich glaube, die Briten verlieren gleich richtig viel Truppen. Ja, die Briten werden jetzt hier oben gleich, oh ja, oh ja. Tschüss, Britannien. Buh, das tut weh. Boah, die Briten haben gerade richtig auf die Fresse bekommen. Wie funktioniert es mit den Naval Invasions in der Spielversion? Keine Division zugewiesen. Das würde ich aber mal ablehnen oder abstreiten. Okay, wenn man zu viel. Auch interessant. Ich wollte die Naval Invasion machen. Ich habe ein 10er Limit. Und wenn ich mehr wie 10 Einheiten hinzufügen will, ist das ja aktuell so. Der fügt einfach nur ein paar hinzu. Also so viele wie geht. In der aktuellen Version hier ist es. Oder in der Version hier ist es so, dass es einfach nicht geht. Du musst wirklich 10 auswählen. Ansonsten blockt er die Option. Aber auch interessant. Die Maginot-Linie umgehen. Ja, würde ich gerne machen. Können wir noch Niederlande und Belgien integrieren. Ah, macht Belgien sowieso gerade. Smart oder so. Oder auch nicht. I don't know. Sind auch gleich dem Krieg beigetreten, die Trottel. Italien möchte beitreten. Willkommen, Italien. Ah, da gibt es ein paar Naval Invasions hier und wieder, aber nichts Problematisches. Rufen die Italiener auch gleich mit rein. Was ist mit den Spaniern eigentlich? Mal gucken, ob wir vielleicht die Beziehung verbessern können. Auch das Gebietsverteidigen ist so hässlich, ne? Sieht so cringe aus irgendwie. So falsch auch. Ach doch, es gibt den Naval Invasion-Dings noch, aber er ist immer sehr kurz. Das gibt es zwar, aber es ist sehr, sehr schwer sichtbar. Also wir könnten rein theoretisch die Naval Invasion starten, sofern wir genügend Überlegenheit hier hätten, aber haben wir aktuell nicht. Aber ich habe vorgesorgt, dann habt ihr nochmal, ja, in ein paar hundert Tagen, 9. Mai 1940, und bis dahin haben wir auch fast ein Drittel Überlegenheit, oder nicht Überlegenheit, ein Drittel der Leute unterstützen uns hier in dem Fall. Wenn wir uns jetzt vorbereiten, die Sowjets anzugreifen,
Alter Verwalter, der Einheiten-Spam in Afrika. Lustig ist, die Gebiete sind hier noch nicht abgetrennt. Das heißt, ihr könnt überall durchmarschieren. Es gibt hier keine abgetrennten Gebiete. Und Italien zerstört einfach die United. Alter, ist das hier. Das ist Amoklauf, ey. Boah. Japan hat auch gewonnen, mehr oder weniger. Xinjiang ist Kommentaren beigetreten. Das wird bestimmt noch interesting. Tschüss, Rumänien. Ihr müsst leider noch weichen. Wobei Bulgarien scheint eher zu weichen aktuell. Ich hoffe mal nicht. Braucht die Bulgaren noch ein bisschen. Geht gleich mal dort mit hin. Da schicken wir noch drei ebenfalls mit hin. Nebenbei bin ich hier noch dabei, die Dänen anzugreifen. Und warte darauf, dass der Staatsstreich hier fertig ist in Großbritannien. Das ist jetzt nämlich genau der Fall. Und wir sehen... Oh, das ist aber ungünstig gespawnt. Nee, nicht so toll. Was wir jetzt hier machen ist... Die Jungs dann gleich dorthin schicken. Die werden nämlich direkt annehmen. Die Jungs dorthin. So, macht euch jetzt gleich auf den Weg hier. Oder nicht? Na super. Das klappt ja wieder mal überhaupt nicht. Die haben gar keine Einheiten. Auch interesting. Schicken wir sie alle mal darüber. Dass wir da drüben das Ganze halten können. Aber ich finde es interessant, dass die keine Einheiten gespawnt bekommen haben. Immerhin hat unsere Naval Invasion geklappt, die ich hier gemacht habe nebenbei. Die Briten haben mit einem gerechnet und nicht damit. Übrigens, ein Teil der britischen Flotte ist hier an die Rebellen gegangen. Auch ganz cool eigentlich. In Rumänien geht das Schauspiel noch weiter. Wir pushen aber Stück für Stück weiter vor. Dänemark... Auch interessantes Schauspiel. Das Frontlinien. Achso, da gibt es gar keine Frontlinien. Ah, das ist interesting. Wir müssen also quasi manuell nach. Kopenhagen laufen. So, das funktioniert auch super. Die müssen eigentlich nur angreifen. Ich weiß nicht, warum sie es nicht machen. Ah, jetzt hat. Jetzt geht's weiter. Hier müssen wir noch kurz aus diesem Kessel raus. Mit dem wir euch hier angreifen lassen. Haben wir die sogar eingekesselt und können jetzt hier ganz entspannt eine Zwei-Fronten-Offensive schmeißen. Kopenhagen ist auch schon gefallen. Ah, die Türkei war auch mit uns verbündet, scheiße. Hätte ich die ein bisschen früher gerufen, hätten die Bulgarien bestimmt noch retten können, aber das habe ich leider verpennt, muss ich gestehen. Ah ja gut, das wird Bulgarien hoffentlich überleben und zurückkehren. Zumindest die Gebiete bekommen sie gleich wieder zurück. Pass auf, wir laden die Jungs ins Bündnis ein. Das wird uns jetzt in den Krieg schmeißen gegen... Die Sowjets, aber das will ich ja in dem Fall auch. Das ist ja das, warum wir da sind. Dem Großbritannien auch schon gekollapst ist. Gut ist, das britische Empire wird jetzt dafür sorgen, dass sie hier ein paar Truppen spawnen. Hoffe ich mal. Wir hoffen, dass Bulgarien nochmal zurückkommt. Die sind ja komplett dezimiert worden. So, was wir jetzt machen werden, ist... Krieg beitreten. Und Step Nummer 2, alle Alliierten rufen. Wird den Russen sehr gefallen. Und unsere Superarmee. Moment. Jetzt hat. Let's go, Boys. Ohne Luftunterstützung ist ganz wichtig. Scheiß auf Luftunterstützung. Vor allem jetzt haben wir natürlich relativ viel Truppen. Darf man nicht vergessen. So, die schicken wir auch noch alle dort mit hin. 136 Divisionen. Inklusive Türkei, Ungarn, Bulgarien. Die uns alle unterstützen. Italien hat übrigens einen super Job gemacht in Afrika. Ganz toll gemacht, Italien. Italien hat einfach komplett aufgeräumt. Einmal weg, 140 Divisionen, die räumen auf, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Japan übrigens verliert gegen China. Ich weiß nicht genau, wie sie das schaffen, eine Release-Version gegen China zu verlieren, aber sie schaffen es. Übrigens auch ganz lustig, wir haben einfach Jugoslawien geschenkt bekommen. Also wir haben jetzt Jugoslawien geschenkt bekommen, die Tschechoslowakei, Slowenien, alles außer Polen. Memel haben wir auch geschenkt bekommen. Eigentlich alles geschenkt bekommen, außer Polen. Weil Polen haben wir auch geschenkt bekommen, aber nicht ganz freiwillig. So, wir jetzt haben auch kapituliert. Einzige Problem ist... Ah, jetzt gibt es eine Friedenskonferenz. Ah, das war der vom Bürgerkrieg. Das Problem ist halt nur, dass es in solchen Situationen einfach keinen Frieden gibt. Weil man quasi alle Nationen zerstören muss. Das ist ein bisschen ätzend. Aber ja, damit ist Russland auch in unserem Besitz, mehr oder weniger. Die Achse ist great. Ja. Das ist Hearts of Iron 4 2016, meine Freunde.
Ein damals schon sehr interessantes Spiel. Es hat damals auch schon Spaß gemacht. Heutzutage noch mal ein gutes Stück besser. Was haltet ihr davon, dass ich mal die alte Version gespielt habe? Hat es euch gefallen? Hat es euch nicht gefallen? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Ansonsten bin ich schon wieder raus für heute. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Tschö, mit ö.